Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons Teil 4. Wir sind immer noch hier in dieser Höhle und wir haben ja schon das Geheimnis, ja, weitergegeben. So. Und jetzt müssen wir als nächstes was anderes machen. Ich habe nur jetzt ehrlich gesagt vergessen, was das ist, also schau ich mal. Spindelsumpf im Westen. Etwas ist dort im Gange. Okay, dann wissen wir das. Ich bin im Kreis gegangen, das ist schon mal, ja. Das ist schon sehr verdächtig. Ich weiß nicht, ob ich mir das schon mal angeschaut habe. Seit dem Holodrom sind aus der Ordnung. Frühlingssommer, wo führt das nur hin? Das kann selbst ich nicht sehen. Ah ja. Willkommen, Mob. Ich bin Faror, das Orakel der Geheimnisse. Du befindest dich in der Halle der Geheimnisse. Hier nehmen deine Geheimnisse Gestalt an. Ich verleihe mir bekannten mächtigen Geheimnissen eine Form. Kennst du das Geheimnis der Zeitreise? Nein? Aha, dann komm zurück, nachdem man dir einige Geheimnisse anvertraut hat. Faroes Wissen lesen, ja. Das Geheimnis der Zeitreise. Ja, okay. Genau, ich muss jetzt tatsächlich das New Game Plus Passwort eingeben. Also beziehungsweise das Link Game Passwort. Das heißt, das muss ich tatsächlich schnell mal nachschauen. Also, es ist schon mal nicht das Passwort, was man am Ende kriegt. Ich glaube, das ist irreführend. Genau. Ich glaube, das ist, man muss irgendein Geheimnis eingeben aus dem anderen Spiel. Und das ist aber blöd formuliert, würde ich sagen.
lüftet jetzt das Geheimnis von Tingle. Du kannst nun mehr Arcanum-Kerne mit dir führen. Deine Geheimnisse haben neue Kräfte weg. Komm jederzeit wieder zurück. Ich verleihe genau etwas. Das war ein bisschen blöd formuliert mit das Geheimnis der Zeitreise. Deine Geheimnisse haben neue Kräfte weg. Komm jederzeit wieder zurück. Das war das Geheimnis von den Feen in den verlorenen Wäldern. Da hält's ein Herzcontainer. Sehr nice. Das hat sich schon wieder rendiert. Ich notiere mir nur, dass ich die schon eingegeben habe. Dann ist es einfacher. Es gibt wohl irgendwie 10 Geheimnisse, die man quasi übernehmen kann, aber ich muss sagen, mir gefällt das doch recht gut als Feature, als Funktion. So. Ich will wissen, was da oben ist. Nichts, okay. Aber schöner Hintergrund. Spindelsumpf im Westen, etwas ist dort im Gange. Also genau, er macht Gambling-Sachen. Genau, ich behüte Ringgeheimnisse, sagt mein Geheimnis. Oder frage mich nach einem, entscheide dich. Fragen. Hör genau zu. Okay, das notiere ich mir tatsächlich jetzt, weil das könnte doch interessant werden. Gut, dann habe ich mir doch das notiert. Noch einmal, nein. Komm jederzeit wieder her. Ich könnte jetzt direkt in ein anderes Spiel wechseln und dann das machen. Ach, das mache ich jetzt tatsächlich sofort.
Ich pausiere dieses Spiel und wechsle zum anderen Spiel. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt bin ich wieder in Oracle of Ages. Ich gehe hier rein, das sage ja, und dann gehe ich... Ich muss gerade überlegen, wo ich hingehen muss. Aber das mit dem Herzcontainer hat mich jetzt tatsächlich überrascht, fand ich gar nicht so schlecht. In Rotreich behütet die Ringgeheimnisse, trifft deine Wahl. Sagen, fragen. Ich sage natürlich. So, jetzt muss ich das eingeben. Okay, ich habe deine Ringe nach Holodrum gebracht. Geh zu Vaas, um deine Liste anzusehen. Was? Hey, grüß, willkommen zu Vaas, der Schmuckhandel. Was kann ich für dich tun? Fragen. Hör genau zu. Ah ja, sehr gut. Noch einmal. Nein, ich hab's verstanden. Komm wieder Zeit wieder her. Okay. Dann werde ich jetzt hier speichern und beenden und wechsle wieder zum anderen Spiel.
So, da sind wir wieder. Jetzt wieder in Orklov Seasons, genau. Wieder Roter. Ja, ich habe tatsächlich ein Geheimnis für ihn. Und das tippe ich jetzt wieder ab. Das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist, dass man das halt da tippen muss. So, und schauen wir mal. Okay, ich habe deine Ringe nach Labrinna gebracht. Geh zu Vaso, um deine Liste anzusehen. Sei gegrüßt, bekommst du Vaso Schmuckhandel. Was kann ich für dich tun? Liste. Ah, jetzt habe ich den... Jetzt habe ich nämlich alle Ringe aus dem anderen Spiel. Verlängert Pegasus-Effekt, Katapult, Ringwurf, Science, halber Schaden durch Strahlen, halber Schaden durch Stürze, halber Schaden bei Stachelböden, Schwertstrahl bei minus 2 Herzen. Immunring Rot, kein Schaden bei kleinen Felsen. Signalisier Gashapete. Raubschleimring mit dem Mofus zum Raubschleim. Courage Ring, 1000 Monster besiegt. Irrring, Schwertkraft. Geht runter, manchmal fatal. Dann nehme ich den Kraftring eher, weil der. Ja. Ich krieg zwar mehr Schaden, aber dafür. Mache ich mir Schaden. Vergiss nicht, Ringe sind unwirksam, wenn sie nicht getragen werden. Ich habe mich vertippt. So. Sie sagt wahrscheinlich immer noch, dass mit dem, wenn du fehlen das Leben dieses Geheimnis verrätst, könntest du noch viel glücklicher werden. Alles klar? Ja. Hier ist das Geheimnis. Hast du es dir gemerkt? Ja. Jetzt können wir beide glücklich werden. Sehr schön. Ah, ich habe kein Blasrohr oder sowas. Ich hoffe, meiner Schwester geht es gut. Sie wollte nach jemandem suchen, doch so wie es hier momentan im Dorf zugeht, da mache ich mir Sorgen. Genau. Jetzt 20 Rubine nicht übel. Ah, so funktioniert es mit diesen Steinpilzen. Im Herbst kann man sie pflücken. Ich möchte schauen, was es hier gibt. Nichts Gescheites.
Ach, was ist das? Ach ja, stimmt. Willkommen, mein Herr. Dies ist der 100 Rubinen Advance Shop. Wie entzückend, dass Sie sonst gefunden haben. Man findet uns nur mit einem Game Boy Advance. Hier kostet alles 100 Rubinen. Verraten Sie es niemandem. Muss es erklären? Das gab's bei Oracle of Ages auch. Aber ich habe das nicht genutzt, weil ich vergessen hatte, wo der Shop war. Beziehungsweise ich wusste, wo der Shop war. Aber im Emulator hat das irgendwie nicht funktioniert. Und da ich auf Game Boy Color gestellt hatte von der Hardware, hat es sie nicht angezeigt. Da der Game Boy Player, über den ich jetzt spiele, auf dem Original GameCube, tatsächlich technisch gesehen ein Game Boy Advance ist, hat man den Shop hier. Ah, ich könnte eigentlich die Ringe kaufen. Advance Ring, 100 Rubine, okay. Jetzt einen Ring, lass ihn später schätzen. Magischer Ring, das Wesen dieses Ringes ist ein Geheimnis. Okay. Ich habe jetzt genug Geld, deswegen mache ich das tatsächlich jetzt auch. Geht in dem Spiel, in dem Video zwar nicht viel voran, aber bietet sich an. Was kann ich für dich tun, Schätzen? Ich sehe, das ist ein GBA Naturring. Einfach Advanced. Das ist, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Okay. Machst du das Rubine? Ich sehe, das ist ein Faktoring Rot. Monster verlieren zweimal Rubine. Das ist es, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Okay, das ist eigentlich gar nicht so interessant. GBA Naturring, was macht der? Was macht der Ring? Gute Frage tatsächlich. Vielleicht kann ich das tatsächlich herausfinden. Die Erklärung ist nicht sonderlich hilfreich, weil, ja. Da würde mich interessieren, ob man auf der Switch tatsächlich auch den Advance Shop hat, wenn man das Spiel spielt. Das ist ein magischer Ring, ist sehr schön. Achso, das macht absolut keinen Effekt. Sehr gegrüßt, willkommen. Also, es gibt bei dem anderen, bei Oracle of Ages, gibt es einen anderen Ring, den man dann quasi bekommen kann. Gut, dann schaue ich mal weiter. Hohendorf Heroenhöhle. Die Heroenhöhle interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Das ist quasi so ein Bonus-Dungeon. Ups, ich glaube, das hatte ich sogar schon gesagt.
Hier, da muss ich wahrscheinlich woanders aus den aus dem Dorf raus. Furchtbar. Mob. Zelda hat die Burg in Hyrule ohne jeglichen Schutz verlassen und ist hierher unterwegs. Diese heimkehrende Taube kündet davon. Du musst Zelda finden, bitte. Ich werde im Dorf suchen. Du durchkämpfst den Norden. Aha. Das ist eine Gascha-Nuss. Sieh nach, was in ihr steckt. Eine Fee war in der Nuss. Das bringt mir aber nicht viel. Mein Vater Talon wollte auf den Federberg, daher kümmere ich mich um die Hennen, dabei kenne ich mich gar nicht aus. Ich will wissen, ob das funktioniert. Nein, das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Oh shit, das geht ja tatsächlich noch, okay. Ein schönes Gewand, du scheinst etwas Besseres zu sein. Rubine, Juwelen, das alles, gib mir deine Kostbarkeiten. Du bist doch dieser Knirps, sag bloß, du bist mir den ganzen Weg von Labrinna bis hierher gefolgt? Was, du willst mich aufhalten? Ha, das werde ich nicht zulassen. Kurze Erinnerungsauffrischung für Leute, die nicht mehr wissen, wie er ist. Der war auf dem Berg in dieser einen Festung und hat die Bomben geworfen als Zwischengegner. Nein, das werde ich mir merken.
Danke, du hast mich vor der Gefahr bewahrt. Ich bin Zelda. Und du musst Mob sein. Das habe ich beim ersten Blick gespürt. Prinzessin Zelda, in Himmel sei Dank. Du bist unversehrt. Welch ein Chaos. Warum hast du die Burg allein verlassen? Ich hatte einen bösen Traum. Ein riesiger Schatten griff Mob an. Ich musste etwas unternehmen. Mob, sicher wirst du das für mich aufbewahren. Du hältst einen Ring. Lass ihn später schätzen. Meine Güte, hier droht hier Gefahr. Lass uns meinen Unterschlupf aufsuchen. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich werde jetzt nicht mit ihr interagieren. Okay. Ich wusste, dass man, wenn man The Oracle of Seasons spielt, dass man dann eine gewisse andere Szene hat im Ages, aber das wusste ich auch nicht. Schauen wir mal. Sumpf? Meinst du den Spindelsumpf? Du findest ihn nördlich des, nordwestlich des Dorfes. Er ist voller Monster, stärker als alles, was du zuvor gesehen hast. Wandle mit Vorsicht. Willkommen zurück, Mob. Komm zurück, wann immer dir danach ist. Ist immer lustig, wenn man eine neue Variante von Zelda hat. Also von der Prinzessin, nicht vom Spiel. Weil jetzt haben sie ja vor kurzem, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ein neues Zelda angekündigt, wo man Zelda spielt. Wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich mich da schlau gemacht. Ich will wissen, was dieser Ring macht. Ich sehe, das ist ein Faktorring blau. Monster verlieren zwei Herzen. Das ist, was dieser Ring ist. Ich setze ihn auf die Liste. Ich habe deine gesamten Ringe geschätzt, okay? Okay, die Monster verlieren zweimal Herzen. Ob das jetzt gemeint ist, dass sie dann zwei Herzen droppen oder ob man dann quasi mehr Herzen einfach bekommt, muss ich mal schauen. Bislang gefällt es mir wirklich sehr viel besser mit dem Ding zu spielen, mit dem Controller. Habe ich einen Kern? Ah, sehr schön. Ich kann nicht springen, ich habe gar keine Feder. Das ist das einzige Problem, wenn man zwischen Spielen rumwechselt. Man vergisst, welches Ding man hat. Oh, okay. Mob, wow. Wenn man bedenkt, dass wir uns hier treffen. Der Spindelsumpf ist quasi mein Hinterhof. Gehst du nach Süden, dann um die Ecke und wieder nach oben, bist du dort. Aber ohne meine Handschuhe rühre ich mich hier nicht vom Fleck.
Ein Typ namens Boxus hat sie mir nach meinem verlorenen Mitch abgenommen. Okay. Ich glaube, in Oracle of Seasons haben wir ihn auch angetroffen. Das ist sehr witzig, wenn du darüber nachdenkst. Weit östlich, die versunkene Stadt. Es ist sehr weit. Suche eine Reitmöglichkeit. Okay. Ich finde es sehr lustig, dass da dran steht, sehr weit. Hier sind irgendwelche Tempelruinen, aber da wollte ich jetzt, glaube ich, nicht hin. Aber wahrscheinlich später. Weil das ist ja genau hier. Das ist, so weit war ich dann auch schon. Ja nicht springen. Okay. Du hältst Duftkerne. Ihr Geruch lockt Monster und öffnet ein Saatbarmittel, um sie einzusetzen. Ich bin zum Boxus Boxbude. Okay. Ach, obwohl. Was uns hier im Boxus Boxbude erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Teil hat gefallen. Wenn ja, dann wird es nächstes Mal wieder einschalten. Dann boxen wir Boxus in seiner Boxbude. Ob der eine Soundanlage mit Boxen hat?